Genau, so sind die früher gefahren. Musik an. Ha? Ich habe mir eigentlich dieses Auto, den F-Type, gewünscht, weil ich sitze in diesem Auto extrem gut. Und das ist eigentlich mein Stichwort. Ich möchte mal das Thema richtig sitzen und richtig lenken ein bisschen näher betrachten. Denn wenn ich heute ein Auto auf einer Rennstrecke sicher und gut bewegen will, dann brauche ich einfach eine gewisse Sitzposition und eine gewisse Lenktechnik, um dies tun zu können. Und naja, dafür bietet sich unser kleiner Freund hier hervorragend an. Unser kleiner Freund ist ein Jaguar F-Type R. Das Cockpit schneidern die Briten sportlich kompakt auf die Insassen zu. Die Ledersportsitze gehören zur Serie im kräftigsten F-Type. Ein 5-Liter-Kompressor V8 schickt 575 PS und 700 Newtonmeter an alle vier Räder. Zeit für die Sitzprobe. Ich sitze eigentlich, wenn man jetzt so von außen schaut, würde man ja sagen, da sitzt doch gut drin, ne? Der Jung. Ist alles gut. Der kommt das Lenkrad, der kann das Radio einstellen, die Klimaanlage, ich komme doch an allem dran. Es ist eine sehr solide, etwas gemütliche Sitzposition, die aber eigentlich, wenn es drauf ankommen würde, mir nicht die Möglichkeit gibt, mein Auto gut zu beherrschen. Denn, eines mal vorab, die richtige Lenktechnik ist immer eine Übergreiftechnik. Nur damit bist du in der Lage, sehr schnell und sehr zielführend zu lenken. Das werde ich gleich auch mal vorführen. Und wenn ich jetzt aber hier übergreifen möchte, dann fällt mir auf, dass mein Arm eigentlich zu kurz ist. Ich komme gar nicht richtig ans Lenkrad dran. Jetzt müsste ich mich ein Stück nach vorne beugen, dann würde das wiederum gehen. Nur ich verliere wertvolle Zeit. Und jetzt habe ich plötzlich hier keinen Seitenhalt mehr von dem Sitz. Und wo halte ich mich jetzt fest? Am Lenkrad, ne? Genau. Und es heißt ja Lenkrad und nicht Halterad. Merken wir was? Funktioniert so nicht. Das ist also schon mal Problem Nummer eins, was ich hätte. Des Weiteren, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so lenke und ich habe einen langen Arm. Langer Arm bedeutet immer, ich habe keine Kraft. Ich kann aus einem angewinkelten Arm viel mehr Power haben als auf einem langen Arm. Das ist mit der Gießkanne das Gleiche. Eine volle Gießkanne trägst du so nicht. Im Winkel geht das viel besser. Und außerdem hast du auch mit dem angewinkelten Arm deutlich mehr Kraft und damit auch mehr Rückmeldung und mehr Gefühl in der Lenkung als mit einem langen Arm. Des Weiteren würde es jetzt auch passieren, wenn wir jetzt einen Unfall hätten beispielsweise. Ein normaler Reflex ist eigentlich immer, dass du dich ins Lenkrad abstützt. Jetzt habe ich einen langen Arm. Ja, jetzt könnte es bei einem Aufprall zu Stauchungen kommen, die dazu führen, dass unsere Gelenke, Knochen und so weiter brechen können. Also bisher, außer dass ich gemütlich sitze, hatte ich noch keinen einzigen Vorteil. Mit den Beinen ganz genauso. Wenn die Beine gestreckt sind, dann habe ich zum einen zu wenig Pedalkraft, um eine Vollbremsung machen zu können. Und sollte es zu einem Unfall kommen, gleiches Prinzip wie mit den Armen auch. Ein langes Bein, was gestreckt ist, könnte bei einem Aufprall auch dazu führen, dass die Knochen brechen. Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, die ich verstellen muss, um meine Sitzposition in deutlich zu verbessern oder perfekt zu sitzen. Das hier ist eigentlich jetzt ein geniales Beispiel. Ich werde jetzt mal nur die Rückenlehne etwas steiler machen. Und das kann ich hier bei dem Jaguar sehr schön. Ich habe hier links an der Türe die Anordnung für meine Verstellung. Und ich habe den Sitz jetzt einfach nur steiler gestellt. Und es ist fast schon ein rechter Winkel. Wenn du jetzt wirklich mal aktiv im Auto drin sitzt, so wie man immer drin sitzen sollte, unabhängig von Trackday oder normaler Straße, sprich mehr oder weniger rechter Winkel, ein bisschen näher dran, bin ich ja ein viel aktiverer Autofahrer. Das heißt, ich bin ermüdungsfreier unterwegs, aber es gibt noch einen entscheidenden Faktor. Wenn ich so fahre, neben diesen händligen Dingen, ist es auch so, dass ich viel früher spüre, was der Wagen eigentlich tut. Weil mein Rücken 100% Kontakt zur Rückenlehne hat. Mein Popometer genauso. Ich habe also einen ganz anderen Kontakt zu dem Auto und somit auch eine viel bessere Wahrnehmung dafür, wenn mir, sagen wir jetzt hier ein Heck ausbricht. Achtung, dann, ich spüre das viel früher. Ich kann intuitiv viel früher auf diesen Fahrzustand eingehen. Wir sagen immer, nimm dein Handgelenk, nicht die Fläche, das Gelenk und lege dieses Gelenk auf 12 Uhr auf den Lenkradkranz obendrauf.
Und jetzt darfst du nicht das Gefühl haben, dass du dich irgendwo strecken musst. Du musst ganz locker oben auf 12 Uhr drankommen. Die Schulter muss mit der Rückenlehne vollen Kontakt haben. Dann bist du eigentlich, sitzt du sehr gut. Ich habe also mit allem, was ich hier tue, immer den optimalen Seitenhalt. Das wäre der Check für das Lenkrad. Und bei den Beinen sagen wir auch immer, wenn eine Kupplung, Bremse, wenn du die trittst, dass du immer noch einen ordentlichen Winkel haben sollst. Ja? Und also kein langes Bein. Jetzt haben viele immer Angst und sagen, ja Jung, wenn du zu weit vorne sitzt, dann hast du doch ein Problem mit dem Airbag. Nein, das stimmt nicht. Klar, wenn ich jetzt so da drin sitze, dann können wir da durchaus drüber diskutieren. Ansonsten ist diese Distanz zwischen meinem Kopf und dem Airbag wunderbar. Wir haben einen Aufprall, der Airbag bläst sich auf oder ne, diese Patrone explodiert und der Airbag geht auf. Und in dem Moment, wo der eigentlich die Luft verliert, falle ich ja in diesen weicher werdenden Sack hinein. Aber das ist berechnet, das funktioniert. Also kann gut sein, wenn ich da jetzt drin sitze, wie hier der Luigi von 1979, ja. Opel Manta kam später, ne? Weißt du? Da kann es natürlich schon sein, also bis du dann vorne angekommen bist, ist der Sack schon wieder leer. Ich weiß gar nicht, wie das geht, dass manche so Auto fahren. Das ist mir schleierhaft. Ich muss ein Lenkrad festhalten. Und dann auch, wenn ich so drin liegen würde, da würde ich ja auch einpennen. Also ich werde da müde. Dagegen hilft Gas geben. Ohne ESP zeigt sich die britische Raubkatze von ihrer wilden Seite. Driftmeister Menzel gibt sein Bestes mit absichtlich falscher Lenkradhaltung. Alter, ey. Also ganz ehrlich, ist nicht gut zu driften. Weil ich jetzt gerade gemerkt habe, dass ich immer auch zu spät war. Die richtige Lenkradhaltung wäre übrigens 3:15. Wenn ich jetzt hingehe und bei 3:15 lenke, dann muss ich genau einmal, zweimal lösen und habe den maximalen Lenkeinschlag. Würde ich so fahren wie der begnadet geile Rennfahrer Jean Alesi, der leider nur einen Grand Prix gewonnen hat, wann? 1995 in Kanada mit einem Ferrari 12-Zylinder. Der hat das Lenkrad immer auf 10:40 festgehalten. Der Jean, der musste dann immer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal übergreifen, den gleichen Effekt zu haben. Das war der Grund, warum er nur einen Grand Prix gewonnen hat. So, und das sind so Kleinigkeiten, die ich beachten muss, um wirklich blitzschnell lenken zu können. Ja, so wird Auto gefahren. Und so sieht die Probe am fahrenden Objekt aus. Lenkradhaltung 3:15, ne? So, jetzt guck mal, wenn ich hingehe, das 3:15, kann ich ja sehr schön auch, wenn ich übersteuern habe, gegenlenken, ja, und das Auto kontrollieren. Jetzt machen wir mal den Jean Alesi mit 10:40. Ja, wo ich ihn ja früher immer für bewundert habe, weil es halt cool aussah. Jetzt machen wir mal den hier, okay? Pass auf. Heck bricht aus. Jetzt habe ich plötzlich viel mehr Arbeit. Und wenn das Heck ausbricht. Guck mal hier, ich habe das jetzt gerade gar nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Weil ich nur so am Rumzappeln bin. Deswegen ist 3:15 viel einfacher. Und ganz krass, auch immer geil, sind die Leute, die so ins Lenkrad hineingreifen. Jetzt brauchst du nur gegen eine Bordsteinkante zu fahren. Es gibt einen Schlag in der Lenkung, hast du vielleicht schon einen Bruch in dem Handgelenk. Möchte ich nie sehen. Und die ganz alte Lenktechnik von früher, da hat man immer gesagt, man muss das Lenkrad zuführen. Wir haben dann immer aus Spaß gesagt, Kühe melken. Ja? Die sind dann so gefahren. Ja? Geht gut, oder? Alter, ey. Vergiss es. Das ist es. So wird gelenkt. Wunderbar. Aber dazu muss ich richtig sitzen. Leute, setzt euch vernünftig hin. Ja? So wie wir es erklärt haben, Lenktechnik, Sitzposition ist das A und O. Nur so könnt ihr euer Auto beherrschen. Und nur so sind wir auch, wenn wir mal einen Unfall hätten, auch das richtige Sitzen, haben wir auch alles richtig gemacht, um uns weniger schnell zu verletzen. Und so lustig wie manche Dinge heute waren, was wir so vorgeführt haben, so dramatisch könnte das wirklich enden, wenn wir falsch sitzen. Also beherzigt's bitte. Auto, Motor und Sport Channel, der TV-Sender.
jetzt in den App Store und die Automotor- und Sport-Channel-App runterladen.